Was geht YouTube? Hier ist mal wieder der Nerd. Es ist mal wieder Dienstag und die Händler haben mal wieder neue Ware bekommen. Wir sind hier im Weißen Haus bei unserem Clan-Händler und der Clan-Händler hat was sehr Interessantes. Und zwar hat er hier die, ja, der Grupu Holster mit Fertigkeiten Tempo und Fertigkeiten Schaden. Falls ihr da ja, ein, sag ich mal, jetzt Suchaminenbild oder so Explosionsschadenbild am Basteln seid, ist das Ding richtig gut. Da müsst ihr nur den Kernattribut ändern, auf ein gelben Attribut zum Beispiel oder blauen, je nachdem, was ihr spielt, beziehungsweise wie ihr es spielt, mit Ninja Bike oder sowas. Ist kombinationsmäßig eher selten, also ein seltener Drop. Falls ihr das nicht habt, könnt ihr hier kaufen. Der Countdown-Händler hat die Dienstleister-Handschuhe anzubieten. Leider mit Waffenhandling. Aber der Kennattribut mit Waffenschaden 14% ist schon mega. Man bräuchte, glaube ich, nur einmal rollen, um auf Max zu bringen. Ihr bräuchtet nur den Waffenhandling wegrollen, Chance oder Schaden, je nachdem, was ihr braucht. Und ja, somit ist das Ding tutti. Jetzt sind wir im Campus angekommen und im Campus haben wir eine M60 Classic mit Kernattribut 15% LMG Schaden. Falls ihr das bei euch nicht habt, kaufen, übertragen. So, jetzt sind wir im Theater und hier hat der Händler 11% Schutz vor Elite. Falls ihr gar keine habt, sind die 11% auch top. So, jetzt sind wir im Schloss angekommen. Hier gibt es die HG, also Habsburg Guard Maske mit einem Maxwert Gefahrenschutz. Kaufen, übertragen, speichern, verwenden, wie auch immer. So, jetzt bin ich in der Dark Zone East angekommen und der Händler hier hat den unsichtbaren Mann von Jalgir. Die benannte Maske hat 10% Lebensenergieschaden. Rüstungswert sieht sehr gut aus, da bräuchte man eventuell nur einmal optimieren und den Attribut Lebensenergie würde ich definitiv wegrollen bzw. Crit Chance oder Crit Schaden draufrollen. Plus der Händler hat auch Brasus Holster, ist kein Picaros Holster, aber das Holster hier hat einen Maxwert Chance auf kritische Treffer. Falls ihr das nicht habt, kaufen, übertragen, verwenden. Was macht die Season? Die Season läuft noch 11 bzw. ja 11 und 6 Tage, also 12 Wochen. Wir haben mittlerweile Season Pass Level 100 erreicht. Was gibt's Neues? Ja, Global Event ist zu Ende gegangen und wir haben ein neues Ziel bekommen. Jack Arnold. Das war's. Mehr gibt es nicht zu sagen zu der Season. Ja, es gibt demnächst eine Liga halt dementsprechend. Hollywood-Event. Wow, Hollywood. Hm, ganz was Neues. Ja, das war's von mir, Leute. Ich hoffe, es hat euch nicht gefallen und ihr lässt mir keinen Daumen da. Nein, war nur ein Witz. Über einen Daumen würde ich mich sehr freuen. Und wer noch nicht abonniert hat, Abo da lassen. Wir sind jeden Montag und Mittwoch live. Und ja, und machen ganz viel Blödsinn. In Division, aber auch in den anderen Games. Guck mal, wie schön die Waffe wieder so steht. So komisch. Musst du den Ellbogen so hochhalten? Warum? Kann auch normal den Arm runterhalten. Na gut, Leute, haut rein. Ciao, ciao. So, ich stelle mich jetzt vor die Tür. Ja, also, ich versuche durchzurennen und gebe von hinten in den Granatenwerfer. Ja. Meinst du, ein Schäumen bringt? Seid ihr bereit? Ich glaube, der hat keinen Status. Ne? Okay, dann mach lieber Granatenwerfer direkt in den Hand. Ja, wir sind bereit. Dann, let's go. Gegner entdeckt. Gib alles! Nein, mein Schild ist weg! Explosion, Alter. Mein Schild ist weg! Ah! Hey. Jawoll! Hat er nicht drauf gehen! Nein! Ach, Leco, boah, war das ein Akte! Junge, 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 Junge.